Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am heutigen Seminar zur arbeitsrechtlichen Behandlung des Coronavirus. Es freut uns sehr, dass wir eine ganz große Anzahl von Interessenten heute beim Webinar dabei haben, was natürlich der Aktualität der Krise geschuldet ist. Sie erlauben, dass wir uns ganz kurz vorstellen. Mein Kollege Johannes Höft aus dem Hamburger Standort ist spezialisiert Guten Morgen. auf den Gesundheits- und Arbeitsschutz. Ich persönlich, Michael Pilz, betreue dieses Thema ebenfalls und habe auch durch den Schwerpunkt Japan einen direkten Bezug zu dem asiatischen Raum. Bitte daher um Entschuldigung, wenn ich über meine chinesischen Kollegen dieses Thema sozusagen hier auf den Tisch gebracht habe. Die Unterlagen zum Seminar stehen Ihnen zum Downladen bereit. Wir haben auch die Möglichkeit eingeräumt, eine Fragen zu stellen über die Chat-Funktion. Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer bitten wir um großes Verständnis, wenn wir mit der Beantwortung der Fragen etwas zögernd sein werden und mal sehen werden, wie wir diese Anzahl bewältigen können. Es ist in der Tat so, dass wir auch dafür extra eine Corona-Hotline eingerichtet haben, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Dies finden Sie alles in den Unterlagen. Was wir heute gerne machen wollen, ist Ihnen das zu raten, was, wie wir meinen, unsere gesellschaftliche Pflicht auch ist und auch als anwaltliche Pflicht sich ganz gut anschickt, dass man eben nicht zur Panik verfallen sollte, gleichwohl aus rechtlicher Sicht einige Schritte unternehmen muss, um dieses Thema Corona rechtlich in den Griff zu bekommen. Das wird das Thema sein, welche Risiken habe ich im Unternehmen? Zweitens, was sollte ich aus Prävention unternehmen? Und schließlich drittens, was ist die Aktion, die daraus folgt? Fangen wir direkt an. Sie wissen aus der Presse, es gibt eine ganze Reihe von operativen Risiken, die gerade durch die Corona-Hysterie sozusagen verursacht werden. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen anschauen, nach dem Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts vom gestrigen Tag, Stand 17 Uhr, haben wir weltweit 96.000 Fälle, in Deutschland 400 Fälle. Die Todesrate weltweit liegt bei 3,4%, in Italien etwas erhöht bei 3,5 oder 3,6%, in Europa bei 2,6% und in Deutschland haben wir Gott sei Dank noch keinen einzigen Fall, Todesfall zu beklagen, allerdings eine steigende Anzahl an Neuinfizierten. Das bedeutet, dass dieses Thema spätestens jetzt in der betrieblichen Wirklichkeit angekommen ist. Als wir vor 2 Wochen ein ähnliches Seminar hatten, schien das Ganze noch auf China beschränkt zu sein und nicht nach Deutschland zu kommen. Das haben wir seit Heinsberg, seit dem Karneval in einer deutlichen Verschärfung jetzt und auch mehr in Deutschland. Was machen Ihre Mitbewerber, was machen die Unternehmen, wie Sie aus der Presse vielleicht entnommen haben, haben wir ganz verschiedene drastische Maßnahmen schon zu verzeichnen. Schließungen von Betriebsstätten, Webasto, DG Mori aus Pfronten, Münchner Re, ProSieben, Ernst & Young hier in Düsseldorf, BMW mit Mitarbeitern ins Homeoffice geschickt. Also das sind nur einige Beispiele, wie hier Betriebsstätten teilweise geschlossen werden. Wir haben Einschränkungen in Dienstreiserichtlinien bei SAP, bei der Deutschen Bank, bei Nestle, bei L'Oréal. Wir haben sogar Eingangskontrollen im Sinne von Fiebermesskontrollen, das habe ich bei Swatch im Tessin erfahren dürfen und bei Huawei. Wir haben auch erste Schließungen von Betriebseinrichtungen wie Kantinen. Wir haben Fragebögen an Mitarbeiter. Also Sie sehen, die Personalabteilungen Ihrer Mitbewerber, Ihrer Kollegen reagieren in einem sehr, sehr weiten Umfang. Warum ist das notwendig? Wir müssen uns operativ, aber auch rechtlich mit Gedanken anfreunden, dass eben aufgrund einer Quarantäneanordnung nach dem Infektionsschutzgesetz ein Betrieb geschlossen wird oder dass man aus Vorsichtsgründen Betriebe eben selber schließen muss. Wie das geht, ob das sinnvoll ist, werden wir sicherlich in der einen oder anderen Weise noch zu erörtern haben. Wir müssen uns mit der Frage konfrontieren, wie gehen wir mit dem mit dem Ausfall von Key-Employees um, oder sogar noch weiter operativ mit dem Ausfall von Dienstleistern, da vielleicht unsere Supplier nicht mehr den nötigen Personalbedarf zur Verfügung stellen können.
Das sozusagen als großer Überblick, wie gerade die deutsche Wirtschaft wie in eine Fieberkurve gleichsam auf dieses Risiko reagiert. Wir müssen nun uns überlegen, was ist für den jeweiligen Betrieb angemessen und was ist aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Personalabteilung, aus Sicht der Rechtsabteilung letztlich zu tun. Und da möchte ich jetzt gerne gleich auf den ersten Schritt überleiten. Bevor wir nun in blinden Aktionismus verfallen, sollten Sie, wie üblich bei unbekannten Risiken, zunächst einmal die Lage für Ihren Betrieb sondieren und den Status quo bestimmen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass du, lieber Johannes, uns hier ganz gut einen Überblick verschaffen kannst, was man hier aus Sicht der HR-Abteilung letztlich machen sollte. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Du hast es schon gesagt, in einem allerersten Schritt ist es erstmal wichtig zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Status quo? Was habe ich möglicherweise bereits an Instrumenten an der Hand, auf denen ich aufbauen kann? Und was habe ich eigentlich genau für Risiken? Also welche Risiken sind für Ihr operatives Geschäft eigentlich ganz konkret vorhanden? Und deswegen sollte man in diesem allerersten Schritt erstmal sammeln und erstmal schauen, was ist denn eigentlich die Lage, in der ich mich befinde? Sie alle werden wahrscheinlich eine allgemeine betriebliche Gefährdungsbeurteilung haben. Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Setzen Sie darauf auf. Was habe ich möglicherweise schon? Was muss ich möglicherweise ergänzen? Welche Risiken habe ich mir noch nicht angeschaut? Wo muss ich überarbeiten? Gibt es einen Notfallplan? Ganz viele Unternehmen haben einen generellen allgemeinen Notfallplan in der Schublade, der nicht auf Corona gemünzt ist. Aber auch den kann ich mir erstmal nehmen und kann schauen, wie muss ich den möglicherweise anpassen, wie muss ich den optimieren, dass er für die jetzige Lage funktioniert. Ich sollte mir mal anschauen, wer bei mir im Unternehmen hat eigentlich geschäftsmäßig Kontakt zu Risikogruppen? Wer hat mit Lieferanten zu tun? Wo sitzen diese Lieferanten? Wie ist hier die Kontaktkette? Wie kann ich vielleicht durch ganz einfache Maßnahmen so eine Kontaktkette auch unterbrechen? Fragen Sie sich mal, welche Unternehmensbereiche eigentlich für Ihren Betrieb besonders wichtig, besonders kritisch sind. Schauen Sie mal, wo Sie möglicherweise Bereiche haben, wo es Ihnen nicht sonderlich wehtut, wenn diese Bereiche möglicherweise auch mal 2-3 Wochen ruhen. Es wird aber auch Bereiche geben, wo es Ihnen schon wehtut, wenn da 2 Tage kein Betrieb ist. Machen Sie sich da einfach mal ein Bild. Welche Dienstleistungen, welche Produkte sind eigentlich bei mir besonders gefährdet, wenn bei mir Personal ausfällt? Und welche Key-Mitarbeiter brauche ich eigentlich zwingend, um mein operatives Geschäft am Laufen zu halten. Ganz wichtig dabei auch die Überlegung, was für Vertretungsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Also wenn Sie einen Stellvertreter haben, der fachlich gleichwertig ist wie der Mitarbeiter, der Ihnen ausfällt, dieser Stellvertreter aber zum Beispiel keine Zeichnungsvollmacht hat, dann kriegen Sie möglicherweise ein Problem. Heißt, fragen Sie sich, A, wer kann was, aber auch wer darf was. Weiter, ganz wichtig zur Bestimmung des Status quo, ist auch mal die Kontrollfrage, welche Reaktionsmaßnahmen stehen Ihnen eigentlich zur Verfügung? Wenn Ihr Unternehmen jetzt eine Einzelhandelskette oder eine Airline ist, dann bringt Ihnen die schönste Homeoffice-Vereinbarung mit Ihren Mitarbeitern nichts, weil Sie das operativ nicht umsetzen können, weil sich Ihr Betrieb nicht für Homeoffice eignet. Deswegen immer noch zur Standortbestimmung, habe ich eigentlich die Möglichkeit, remote zu arbeiten, entweder teilweise oder sogar flächendeckend. Und wenn ich mir diese Vorfrage mit Ja beantwortet habe, wäre die nächste Frage, besteht denn eigentlich eine Rechtsgrundlage für die Anordnung von Homeoffice? Sie können die Mitarbeiter einfach so nicht ins Homeoffice schicken. Sie brauchen dafür irgendeine Form der Ermächtigung. Das kann eine Betriebsvereinbarung sein, wenn Sie einen Betriebsrat haben. Das kann direkt im Arbeitsvertrag vereinbart sein. Das kann eine individuelle Vereinbarung mit den Mitarbeitern sein. Aber stellen Sie sich mal die Frage, darf ich eigentlich Homeoffice anordnen? Und wenn Sie auch diese Frage mit Ja beantwortet haben,
Überlegen Sie sich als nächstes, und das halte ich fast für noch wichtiger, ist denn eigentlich auch eine praktische Umsetzung möglich? Haben meine Mitarbeiter das ausreichende IT-Equipment? Haben die Mitarbeiter einen Laptop? Verfügen die Mitarbeiter über ein Mobiltelefon? Kann ich eigentlich extern auf die Betriebssysteme, auf die Server zugreifen? Gibt es alle Dokumente, die ich für die tägliche Arbeit benötige, eigentlich digital? Wenn Sie einen Bauplan nur in Papierform im Büro liegen haben, dann wird Ihnen das beste IT-Equipment zu Hause wenig bringen. In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, lässt meine Infrastruktur das eigentlich zu, dass sich auf einmal möglicherweise hunderte von Mitarbeitern gleichzeitig extern aufwählen. Ich habe das mal bei einem Mandanten gehabt, bei der letzten Weltmeisterschaft. Da spielte Deutschland zu einer Bürozeit und auf einmal brach alles zusammen, weil sich 600 Mitarbeiter gleichzeitig auf den ARD-Livestream aufgeschaltet haben. Also alles so Fragen, die Sie einmal im Kopf durchspielen sollten. Manche Mandanten haben bei uns jetzt schon mal einfach einen Probetag eingeführt, haben ohne Anlass einfach mal alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, um einfach mal zu schauen, funktioniert das? Gibt es da möglicherweise Stellschrauben, an denen ich noch drehen muss? Was ist mit den Mitarbeitern, die über kein dienstliches IT-Equipment verfügen? Wie kommunizieren sie eigentlich mit denen, wenn nicht mehr im Betrieb gearbeitet wird? Da bietet sich zum Beispiel an, einfach mal die privaten E-Mail-Adressen oder Handynummern einzusammeln. Ist natürlich freiwillig, können Sie keinen Mitarbeiter dazu zwingen, Ihnen die private Handynummer zu geben, aber eignet sich einfach, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist die interne Kommunikation, aber auch die externe Kommunikation ist wichtig. Wie stellen Sie eigentlich die Erreichbarkeit für Dritte sicher, wenn Ihre Mitarbeiter im Homeoffice sind? Können Kunden Sie erreichen? Können Vertragspartner Sie erreichen? Alles Kontrollüberlegungen, die Sie sich einmal stellen sollten. Wenn Sie zum Beispiel ein Produktionsbetrieb sind oder Einzelhandel, heißt Remote-Arbeiten für Sie nicht in Frage kommt, dann überlegen Sie sich, was kann ich denn stattdessen machen? Was hätte ich denn für Möglichkeiten, um zu reagieren? Das kann zum Beispiel die Einführung eines Zweischichtbetriebs sein. Wenn Sie aktuell noch im Einschichtmodus arbeiten, dann haben Sie natürlich das Risiko, wenn Sie einen Corona-Fall haben und Sie müssen dann nicht nur diese Person, sondern auch Kontaktpersonen separieren, dann haben Sie im schlimmsten Fall einen kompletten Stillstand der Produktion. Wenn Sie auf zwei Schicht umstellen, darauf achten, dass diese zwei Schichten sich auch nicht begegnen, also es keine Berührungspunkte gibt, Sie zwischenzeitlich desinfizieren, dann halbieren Sie Ihr Ausfallrisiko, weil Sie dann im Falle eines positiven Corona-Falles möglicherweise nur eine Schicht aus dem Betrieb nehmen müssen. Die Commerzbank Frankfurt, konnte man heute Morgen noch in der Süddeutschen lesen, hat genau das gemacht. Die haben einfach aus einem Standort zwei gemacht, um sicherzugehen, wenn ich einen Corona-Fall habe, dann fällt mir erstmal nur ein Teil meines Standortes weg und nicht direkt der ganze. Das sind alles Denkanstöße. Es wird da noch mehr Möglichkeiten geben. Beispiel wäre ein Shuttle-Service, dass Sie sagen, ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, da ist die Ansteckungsgefahr hoch. Oder Sie können auch die kleinere Nummer fahren. Sie unterstützen zum Beispiel Fahrgemeinschaften zwischen den Mitarbeitern, beispielsweise durch einen Spritkostenzuschuss. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es wird für Ihren individuellen Betrieb weitere Möglichkeiten geben. Seien Sie da einfach mal kreativ, machen sich Gedanken, um erstmal in einem allerersten Schritt herauszufinden, wo stehen wir eigentlich? Das ist auch das ganz entscheidende Element dieses ersten Steps, das wir Ihnen hier vorstellen und vorschlagen wollen. Vertrauen Sie auf die Kraft Ihrer Organisation und auf die Innovationskraft Ihrer Organisation. Sie werden bei ausreichendem Nachdenken und bei ausreichender Suche
sehr schnell sehen, welche Möglichkeiten sie nutzen können und wo sie darauf aufsetzen sollten. Dass das immer auch mit einer Rechtsprüfung einhergehen muss, ergibt sich letztlich auch aus der Pflicht, dass wir das Management schützen müssen und wir uns auch selber vor letztlich zivilrechtlicher Haftung gegenüber Dritter oder auch gegenüber Arbeitnehmern, das müssen wir nicht weiter ausführen an dieser Stelle, schützen müssen. Das ist leider aus Rechtssicht natürlich notwendig. Gleichwohl erleben wir aber auch jetzt, dass Mitarbeiter sich diesen Maßnahmen nicht widersetzen, sondern dass wir hier eine große Solidarität haben. Das merken wir auch bei Betriebsräten, bei Arbeitnehmervertretern, die natürlich mit eingebunden werden müssen. Auch hier sehen wir, dass das Notfallszenarium dann doch sehr vernünftig umgesetzt werden kann. Das führt uns auch zu dem nächsten Thema, der Frage nach der Prävention. Was müssen wir aus betrieblicher Sicht sozusagen umsetzen, um Gesundheitsgefährdungen jetzt durch Corona, SARS-19 zu vermeiden? Und auch da, lieber Johannes, hast du eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen, Denkanstößen zusammengestellt, die uns auf diese Weise in einem sicheren Hafen führen werden. Ja, genau. Nach der Standortbestimmung heißt natürlich, was kann ich denn tun, um gar nicht in einen tatsächlichen Krisenfall und was ich jetzt so martialisch als Krisenfall bezeichne, damit meine ich einen positiven Corona-Fall im Unternehmen zu haben. Am schönsten ist es natürlich, wenn wir das durch Präventionsmaßnahmen schon verhüten können. Als allererstes immer die Frage, sind die Mitarbeiter eigentlich ausreichend abgeholt? Sind die Mitarbeiter informiert und unterwiesen? Die schönste Gefährdungsbeurteilung bringt ihnen nichts, wenn die Mitarbeiter darüber nicht in Kenntnis gesetzt sind, wenn die Mitarbeiter nicht voll im Bilde sind und wissen, wie sie zu reagieren haben. Interne Meldestelle halten wir für sehr wichtig. Schaffen Sie irgendeine Anlaufstelle. Das kann eine Hotline sein, das kann eine E-Mail sein, das kann ein Ansprechpartner sein. Schaffen Sie eine Anlaufstelle, wo Mitarbeiter potenzielle Risiken melden können. Das kann ein kürzlicher Urlaub in der Lombardei gewesen sein. Das kann Kontakt zu einem Verdachtsfall im privaten Umfeld gewesen sein. Schaffen Sie sich hier einfach eine Informationshoheit. Jetzt bin ich von Mandanten dazu schon gefragt worden, wer blöd fragt, kriegt blöde Antworten. Will ich das eigentlich wissen? Wäre es nicht schöner, wenn die Mitarbeiter einfach Corona kriegen, 3 Tage Schnupfen haben und durcharbeiten und mein Betrieb läuft wunderbar? Mal ganz abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten, halten wir das auch operativ für ein riskantes Vorgehen. Wenn Sie einen Verdachtsfall frühzeitig erkennen, frühzeitig separieren, aus dem laufenden Betrieb rausnehmen und den Mitarbeiter möglicherweise dann auch anlasslos, weil sich im Nachhinein herausstellt, der Test ist negativ, wenn Sie den Mitarbeiter trotzdem nach Hause schicken, dann fällt Ihnen dieser Mitarbeiter zwar für 2 Wochen aus, aber was ist die Alternative? Sie lassen den Mitarbeiter weiter arbeiten. Irgendwann wird der Mitarbeiter positiv getestet. Sowohl der Mitarbeiter als auch der behandelnde Arzt haben eine zwingende Meldepflicht an die Behörden. Heißt, die Behörde wird es mitkriegen und wird sie dann fragen, was hat der Mitarbeiter denn letzte Woche gemacht? Und wenn Ihre Antwort dann ist, ja, der hat hier gearbeitet, hat mit ungefähr 37 Mitarbeitern Kontakt gehabt in der Kantine, in Meetings, dann macht Ihnen die Behörde den Laden zu. Deswegen glauben wir, dass aktives Informieren sinnvoller ist als Wegsehen. Ganz wichtig, die klassischen, banalen Handlungsmöglichkeiten wie stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung? Sind Hygieneregeln vorhanden? Sind die Mitarbeiter über diese Hygieneregeln und Verhaltensregeln informiert und aufgeklärt? Da braucht man das Rad nicht neu erfinden. Diese Hygieneregeln gibt es von der WHO, vom Robert-Koch-Institut, vom Gesundheitsministerium. Hängen Sie das aus, informieren Sie die Mitarbeiter darüber und kontrollieren Sie auch die Einhaltung der Regeln. Also der beste Aushang bringt Ihnen auch nichts, wenn sich trotzdem kein Mitarbeiter die Hände wäscht. Benennen Sie dafür auch gerne Personen, die genau dafür verantwortlich sind, für die Sicherstellung der Unterweisung, der Information und auch für die Kontrolle.
Abschließende Frage: Gibt es ausreichenden Versicherungsschutz für Betriebsausfälle? Wenn Sie eine Versicherung für Betriebsausfälle haben, dann ist das super. Wenn Sie keine haben, wird man allerdings fairerweise sagen müssen, in der aktuellen Lage werden Sie Schwierigkeiten haben, einen Versicherer zu finden, der Sie jetzt noch gegen Betriebsausfälle versichert. Trotzdem, schauen Sie mal, vielleicht haben Sie ja was. Schauen Sie sich Ihre Versicherungsunterlagen an. Welche Risiken sind hier abgedeckt? Auch wieder Bestimmung Status quo. Ja, ganz herzlichen Dank für die Tatsache, dass wir durch allgemeine Prävention und auch Kommunikation letztlich unsere Belegschaft abholen werden und auch da erstens einer gesetzlichen Pflicht entsprechen werden und zweitens auch dadurch die mögliche Verunsicherung durch Corona eindämmen. Kommunikation ist ein ganz entscheidendes Stichwort, denn Sie müssen bei all dem immer auch im Hinterkopf haben, dass Sie auch gegenüber einer Behörde, gegen einem Dritten durch transparentes und vernünftiges, smartes, kluges Kommunizieren hier eine Lage schaffen, die Ihnen eine bequemere rechtliche Ausgangssituation auch geben wird. Und vor allem, Sie werden Zeit gewinnen, was Sie im Zweifel auch brauchen, um bei Behörden oder bei Mitarbeitern die Gefahr des Viruses etwas herunterzuspielen. Wenn wir von der Prävention nun in den letzten Schritt kommen, der Aktion, so gibt es von unserer Seite aus einen ganz entscheidenden Punkt. Nur wenn Sie sich jetzt Gedanken machen, wie Sie mit der Krise umgehen, wie Sie konkret im Unternehmen damit umgehen, werden Sie auch sich nicht die Frage gefallen lassen, warum Sie jetzt aufgrund der allgemeinen Situation nichts unternommen haben. Deswegen, lieber Johannes, sehen wir die Unternehmen, das Management, HR in der Pflicht, nun auch Aktionen zu unternehmen. Und welche das sein sollten, das wirst du uns jetzt noch zum Abschluss erklären. Ganz genau. Gibt es eigentlich einen Managementbeschluss zur Umsetzung von Notfallmaßnahmen? Gibt es einen festen Eskalationsstufen geprägten Kommunikationsplan? Wenn Sie einen Corona-Fall im Unternehmen haben, dann ist Geschwindigkeit geboten. Und fangen Sie bitte nicht erst dann an, sich zu überlegen, wer eigentlich an wen berichtet und wer welche Befugnisse hat. Richten Sie idealerweise jetzt eine Taskforce ein. Das kann je nach Größe des Unternehmens, kann das eine Person sein, das kann auch ein Gremium aus 10 Personen sein. Da können Sie den Betriebsrat mit dazu holen, müssen Sie aber auch nicht. Schauen Sie individuell, aber schaffen Sie eine Stelle, wo Maßnahmen gebündelt wird. Diese Taskforce sollte sich dann Gedanken über ganz allgemeine organisatorische Fragen machen. Ganz banal, wer ist eigentlich die für mich zuständige Gesundheitsbehörde? Sie haben eine Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz, wenn Sie einen Fall haben. An wen muss ich mich eigentlich wenden? Schauen Sie das vorher nach. Fangen Sie nicht an zu googeln, wenn Sie einen Corona-Fall im Unternehmen haben. Ist eigentlich ein schneller Test aller gefährdeten Mitarbeiter sichergestellt? Wir hatten es eben schon kurz gehört in der Einleitung, EY, das ging ja durch die Presse, hat letzte Woche einen Fall gehabt, hat daraufhin die Mitarbeiter nach Hause geschickt, aber da lief das Krisenmanagement sehr gut, der Ablauf ging zügig und nach und nach sind die Mitarbeiter dort jetzt schon wieder langsam im Normalbetrieb. Heißt, machen Sie sich darüber Gedanken, was ist denn eigentlich, wenn ich einen Fall habe, wie kann ich zügig Mitarbeiter testen lassen? Sprechen Sie mal mit Ihrem Betriebsarzt, was es eigentlich für Kapazitäten gibt, wie stellen Sie sich da den Ablauf vor? Wichtig bei der Taskforce, überlegen Sie sich vorher, welche Befugnisse soll die Taskforce eigentlich haben? Soll die Taskforce eher beratend tätig werden für Ihr Management oder soll die Taskforce tatsächlich eigene Entscheidungsbefugnisse haben und völlig autark handlungsfähig sein? Machen Sie sich Gedanken über Ihre PR-Strategie. Was für eine Pressemitteilung wollen Sie rausgeben? Wie wollen Sie nach außen kommunizieren? Denken Sie dabei aber auch daran, dass auch Ihre Mitarbeiter kommunizieren werden. Und das Ärgerlichste, was passieren kann, ist, wenn ein Corona-Fall in Ihrem Unternehmen nicht durch eine offizielle Mitteilung, sondern durch einen Facebook-Post eines Mitarbeiters auf seinem privaten Account öffentlich wird. Das wollen Sie nicht, deswegen machen Sie sich
für schon einmal vorher Gedanken? Und die abschließende Frage, wenn der Worst Case eintritt, ist eigentlich eine teilweise oder gesamte Betriebsschließung bei mir möglich? Stichwort Kriegskasse. Wie lang kann der Betrieb bei mir eigentlich ruhen? Wie lang kann ich mir das leisten? Oder aber sind die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld gegeben? Spätestens seit der Lehman-Krise ist Kurzarbeit ein sehr probates Mittel. Machen Sie sich mal Gedanken, ob die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Sie kennen das, Kurzarbeitergeld. Sie können Ihren Betrieb runterfahren, entweder vollständig oder teilweise. Und die Agentur für Arbeit stockt das Gehalt für die Mitarbeiter auf, so dass sie ihren Betrieb runterfahren können und gleichzeitig aber nicht mit den vollen Kosten belastet sind. Da sollte vorher geklärt sein, liegen eigentlich die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld vor. Individuell rechtlich habe ich eigentlich eine Rechtsgrundlage, auf der ich Kurzarbeitergeld anordnen kann gegenüber meinen Mitarbeitern. Und ganz tatsächlich sind die Voraussetzungen eigentlich gegeben. Das ist teilweise noch ein bisschen in der Schwebe. In NRW machen das schon relativ viele Unternehmen, oder das heißt relativ viele Unternehmen, nach unserem Kenntnisstand eine höhere zweistellige Anzahl an Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt. Die Aussage von der Agentur für Arbeit ist aktuell, wenn ich tatsächlich einen Lieferengpass habe, weil ich zum Beispiel keine Teile mehr aus China geliefert bekomme, wenn deswegen hier bei mir die Bänder stillstehen, dann wird Kurzarbeitergeld relativ unbürokratisch gewährt. Was noch nicht klar ist und wo uns noch die Erfahrungsbeispiele fehlen, ist, wie sich die Agentur für Arbeit positionieren wird, wenn ich vorsorglich meinen Betrieb schließen möchte. Heißt, ich habe noch keinen bestätigten Fall. Ich habe auch aktuell noch keine operativen Beeinträchtigungen. Ich fürchte diese aber und möchte deswegen als Präventionsmaßnahme schließen. Da gibt es erste vorsichtige Andeutungen der Agentur für Arbeit, dass man auch hier wohl sehr wohlwollend die Gewährung von Kurzarbeitergeld prüfen wird. Eine klare Aussage gibt es hierzu aber noch nicht. Deswegen auch hier der Rat, setzen Sie sich frühzeitig mit Ihre Agentur für Arbeit mit Ihrem Sachbearbeiter einfach mal auseinander und klopfen Sie das ab. Ja, lieber Johannes, ganz herzlichen Dank. Ich sehe auch, dass sich in den Chatfragen sehr vieles getan hat. Wir werden die Fragen im Nachgang noch ein bisschen beantworten. Sie sollten nicht den Eindruck haben, dass Sie jetzt hier alle Maßnahmen umsetzen müssen. Das ist sicherlich nicht erforderlich. Es hängt eben sehr stark davon ab, was Sie in Ihrem einzelnen Betrieb vorfinden und wie die Gefährdungslage bei Ihnen aussieht. Da empfehlen wir organisatorisch durch eine Taskforce im Unternehmen sozusagen genau auszuwählen und zu sondieren, welche Maßnahmen Sie jetzt vordringlich machen sollten. Das haben natürlich wir als Anwälte schon längst im Haus gebildet. Das werden Sie vielleicht auch in Ihrem Unternehmen schon haben. Wir empfehlen, dass diese Taskforce sehr gut ausgestattet wird, was auch Befugnisse anbelangt. Auch dazu gibt es entsprechende Möglichkeiten über einen Notfallplan, über eine Notfallbetriebsvereinbarung, auch solche Gremien dann schlagkräftig zu unterstützen, rechtlich schlagkräftig zu unterstützen. In diesem Zusammenhang sollten Sie eben organisatorisch sicherstellen, dass Sie die richtigen Maßnahmen jetzt ergreifen können. Es wird sehr viele Fragen geben, die sich auf das Fragerecht des Arbeitgebers beziehen. Darf ich denn jetzt Mitarbeiter dazu zwingen, dass sie mir ihren Gesundheitszustand mitteilen? Wir haben dazu, das werden Sie sehen, in den Unterlagen Frequently Asked Questions, auf die ich nochmal hinweise, schon zusammengestellt. Da finden Sie erste Antworten auf diese Fragen. Ansonsten verbleibt es jetzt an dieser Stelle, dass wir Ihnen ganz herzlich für die rege Teilnahme, für die aktive Teilnahme an diesem Webinar danken wollen. Und wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich nach dem Seminar telefonisch oder per E-Mail über die Corona-Task Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Ja,
Als besonderer Anwalt, als besonderer Personaler müssen Sie handeln mit der notwendigen Angemessenheit. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier einige Instrumentarien an die Hand gegeben haben und wünschen Ihnen jetzt schon einen hoffentlich ruhigeren Start in das Wochenende. Tschüss, bleiben Sie gesund. Dankeschön.